Hallo und herzlich willkommen zu Razorzocks Adventskalender, Türchen Nummer 3. Heute bin ich dran, der Lucario LP, und ich stelle euch mein Signature-Pokémon Lucario vor. Lucario existiert seit der vierten Generation und hat eine fast einzigartige Typenkombination mit Kampfstahl. Nur noch Cobalium hat diese Typenkombination. Lucario hat eine Vorentwicklung, das ist Riolu, und Riolu entwickelt sich durch Freundschaft und auch nur tagsüber weiter zu Lucario. Außerdem ist Lucario seit der sechsten Generation dazu in der Lage, eine Mega-Entwicklung durchzuführen mit dem Lucario-Nieten. Lucario befindet sich in der Kampfklasse Yuyu, was man mehr oder weniger als berechtigt ansehen kann, und Mega Lucario in der Kampfklasse Uber. So, und das war's dann mit den allgemeinen Informationen, war jetzt nicht besonders viel, aber jetzt kommen wir direkt zum wichtigen Teil, zum Moveset, das ich euch vorstellen möchte. So, um euch das Moveset vorzustellen, werde ich Pokémon Showdown benutzen. Zwar habe ich hier Lucario schon eingegeben. Lucario kann man sehr, sehr vielseitig spielen, was ihr auch schon an den Base-Werten erkennen könnt. Aber auf die Base-Werte gehe ich gleich noch ein. Zu den Movesets. Also es gibt ziemlich viele Focus Gurt, Choice Bandit, Choice Bags, Life Orb. Wirklich sehr, sehr viel kann man sehr, sehr variabel spielen. Aber ich stelle euch ein Moveset vor mit einem Choice Scarf, was meiner Meinung nach ein bisschen aus dem Fokus geraten ist. Und ich kann Choice Scarf nicht schreiben, aber es ist ja unwichtig. So, das Choice Scarf Set, jetzt können wir es entweder mit Konzentrator spielen oder mit Redlichkeit, damit wir nicht flinchen. Das kann ja immer wieder vorkommen. Oder dass unsere Attacke, also ein Angriff erhöht wird, sobald wir von einer Unlichtattacke getroffen werden. Und die finde ich auch ehrlich gesagt ein bisschen besser, weil Lucario resistet Unlicht. Dann nimmt man nicht besonders viel Schaden, auch wenn die Verteidigungswerte nicht besonders gut sind. Und man kriegt noch einen Angriffsboost, und da wir es gescarft spielen, ist es umso besser. Nickname lasse ich jetzt einfach mal weg, und damit ihr die wirklichen Werte seht, wie sie in einem Wi-Fi-Battle wären, stelle ich es noch auf Level 50 und männlich. Spielt mir auf keinen Fall ein weibliches Lucario, das sehe ich als Beleidigung für mich an. Aber kommen wir zum wichtigen Moveset. Natürlich, wir brauchen das Close Combat. Das ist, wenn nicht sogar der stärkste physische Kampfangriff, und der muss einfach drauf. Wirklich guten Stahlstep, der physisch ist, hat Lucario nicht, bis auf den Bullet Punch, aber beim gescarften Set brauchen wir nicht. Beim speziellen Set hätten wir die Lichtkanone, aber wir spielen es ja physisch. Dann kann man noch, wenn man will, das Earthquake draufpacken, einfach weil es ist Earthquake. Man hat 100 Base-Stärke, 100 Genauigkeit, und man trifft damit wirklich sehr, sehr viel, sehr effektiv. Dann noch Crunch, also den Knirscher, um die Geist-Pokémon zu treffen. Besonders jetzt Gengar könnten wir bisher gar nicht treffen. Mit dem Crunch treffen wir ihn sehr effektiv. Und jetzt gibt es noch so Viecher wie Panzer-Aeron, die uns dann gegen die auch noch was machen müssen. Und da werden wir den Blaze-Kick nehmen, den Feuerfeger, was ja Logok-Signature-Move ist, könnte man ja fast schon sagen. Aber mit diesem Moveset haben wir eine ziemlich gute Coverage, unser Kampfstep, damit treffen besonders andere Stahl-Pokémon sehr effektiv, Earthquake, andere Gift-Pokémon, die wir mit unserem Nahkampf nicht so effektiv würden, zum Crunch, das habe ich doch schon erklärt, um Geister zu treffen, weil es gibt ziemlich viele Geister, gegen die können wir mit Earthquake, Close Combat und Blaze Kick überhaupt nichts machen, und Crunch ist generell immer ganz gut zur Coverage, auch gegen Psycho-Pokémon, wo unser Kampfstep nicht so effektiv ist. Und Blaze Kick einfach gegen andere Stahl, gegen Pflanzen-Pokémon, was noch, gegen Eis-Pokémon, aber da würde ich auch eher zum Close Combat greifen. Aber kommen wir zur EV-Verteilung, die gibt uns Showdown fast perfekt an. Wir spielen hier nämlich 252 Angriff und hartes Wesen. Und ihr seht schon, Lucario hat zwar eine höhere Spätangriffsbase, und man weiß wirklich nie, hat man gegenüber ein physisches Lucario oder ein spezielles Lucario. Ich denke mal, viel mehr rechnen wirklich noch mit diesem speziellen Lucario, auch wenn man einfach nur diese 5 Base-Punkte mehr hat. Und natürlich müssen wir noch 252 in Speed investieren. Gescarft kommen wir da ungefähr so auf 210, 214. Damit können wir einiges outspeeden. Wir können Blitze outspeeden. Ein Mega Aerodactyl müsste froh sein, damit es uns outspeeden kann. Und das ist ja nicht besonders oft. Meistens ist es wirklich Element. Also sind wir da wirklich sehr, sehr schnell unterwegs. Und mit 178 Angriff, was jetzt für manche vielleicht nicht viel klingt, aber wir haben Sachen wie Close Combat und Earthquake. Damit machen wir unglaublich viel Schaden. Und dann müsst ihr euch vorstellen, wenn wir bei plus 1 sind, weil wir eine Unlichtattacke von einer Unlichtattacke getroffen wurden, die wirklich nicht viel Schaden macht, könnt ihr mir glauben. Dann haben wir plus 1 Angriff, sind beim Angriff
fast bei 300 oder so, dann könnt ihr Lucario nicht aufhalten. Das ist ein unglaublich geiles Set, was man wirklich nicht mehr oft sieht. Und ich hoffe, ihr probiert's mal aus. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Ihr könnt mir auch, wenn ihr es ausprobiert habt, bei Razer in die Kommentare schreiben, wie ihr das ganze Moveset findet, ob es funktioniert. Und ihr könnt auch noch eigene Vorschläge in die Kommentare schreiben. Aber das war erst das Moveset, aber hiernach kommt noch eine kleine Verlosung, also noch dranbleiben. Und zwar wird verlost im Namen von mir und Razer Zockt ein Shiny Riolu mit hartem Wesen und den Zuchtattacken Patronenhieb, Feuerfeger und Knirscher. Close Combat, also Nahkampf, könnt ihr ihm per Level Up beibringen. Was ihr dafür machen müsst, ich zitiere Razer Original, wie ihr es mir geschrieben habt, schreibt ein gutes Kommentar und dann bekommt es einer von euch. Und dann hoffe ich, euch hat das dritte Türchen dieses Adventskalenders gefallen. Würde ich sagen, ich wünsche euch noch viel Spaß bei den anderen Videos. Guckt ihr euch auf jeden Fall an. Und dann würde ich sagen, haut rein. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.